Guten Tag, mein Name ist Jörg von der Lage. Ich begrüße Sie recht herzlich im Büchelmuseum in Aachen. Dieses Museum gibt es jetzt seit 4 Jahren. Das Haus, in dem sich das Museum befindet, stammt ursprünglich aus dem Jahre 1450. Es wurde von dem Bürgermeister Stas von Segruide gebaut, der 1410 Bürgermeister in Aachen war. Sein Sohn Gerhard erbte dieses Haus dann. Das Haus brannte dann im großen Stadtbrand von 1665 bis auf die Bodenplatte ab. Der alte Keller, den wir heute nachher noch im Konzert sehen werden, blieb erhalten. Das Haus wurde nach dem Stadtbrand 1672 wieder aufgebaut. Die Fassade und das Vorderhaus bestehen noch aus dieser Zeit. Wir haben hier im Büchelmuseum 2 Ausstellungen. Oben im Erdgeschoss ist eine Ausstellung mit Arbeiten von Emil Orlik und unten im historischen Kellergewölbe sind Wechselausstellungen. Orlik ist 1860 in Prag geboren und 1932 in Berlin verstorben. Er hatte von 1904 bis 1932 die Professur für Grafik und Buchkunst in Berlin. Sie sehen hier neben mir die Totenmaske von Orlik von 1932 und dort ein Foto ein Jahr früher mit 61 Jahren. Orlik war der berühmteste Porträtist seiner Zeit. Alle wollten sich gerne von ihm porträtieren lassen. Musiker, Schauspieler, Künstler, Politiker. Wir stehen hier vor Gustav Mahler, wohl seinem berühmtesten Porträt, das er gemacht hat. Mit Albert Einstein war Orlik persönlich befreundet. Oben haben wir ein Porträt von Einstein, wo er selber noch in alter Sütterlin-Schrift einen Text drunter geschrieben hat. Und unten sehen wir Einstein als Geiger. Das ist relativ unbekannt, dass Einstein ein sehr guter Violinist gewesen ist. Wir sind jetzt im alten Kellergewölbe von 1450. Das Erdgeschoss und das Kellergewölbe haben wir in ungefähr einem Jahr restauriert. Es ist jetzt ungefähr in dem Zustand, in dem es im Mittelalter war, verkalkt und weiß angestrichen. Dieses Bild ist das zentrale Bild unserer Ausstellung, hier unten im Gewölbekeller. Das Bild ist prämiert worden von Magnum Photos in der Sammlung Portraits of Humanity. Dies ist das Buch, das zur Ausstellung herausgegeben wurde. Es wurde 2018 und 2019 mit dem Deutschen Fotobuchpreis ausgezeichnet. Dies ist unser Prunkstück hier im Kellergewölbe. Es ist ein alter französischer Konzertflügel, ein Eran
von 1924. Er ist völlig restauriert und wird sowohl von Jazzmusikern als auch von klassischen Pianisten geliebt. Thank you.